Ja, mit dem Schnee wird es langsam eng. Hier ein paar aktuelle Handyaufnahmen von Freitag auf dem Weg nach Oberstdorf. Aber es stehen ja zum Glück noch ein paar schöne Sonnentage an. Wer also noch zum Skifahren möchte, der sollte sich beeilen. Am Freitag sah es im Skigebiet Kanzelwand noch sehr gut aus. Morgens war alles schön bretthart hingefroren, im Tagesverlauf wurde es dann zunehmend sulziger. Wer also ein bisschen an seiner Buckeltechnik arbeiten möchte, der soll einfach ab 11 Uhr ein paar Mal die Talabfahrt Richtung Oberstdorf beackern. Mit den Angaben zur Schneehöhe ist das mittlerweile so eine Sache. Der Skiverbund Das Höchste ist da auf jeden Fall schwer kreativ. Aktuell sind es wohl über einen Meter, nun denn. Für ein paar gute Tage reicht es auf jeden Fall noch. Die Langzeitprognose sieht für nächste Woche zwar ein Fitzel Schnee voraus, doch große Schneemengen sind laut Webseite nicht zu erwarten. Weitere Infos über das Skigebiet finden Sie wie immer auf der Internetseite von Das Höchste oder probieren Sie doch einfach mal Bergfex aus. Wobei, bei Bergfex sollten Sie auf jeden Fall einen Webcam-Abgleich machen und sich eine Zweitmeinung über das Wetter einholen. Weitere interessante Reportagen über Ski- und Wandergebiete im Allgäu finden Sie bei uns auf der Webseite www.stadtkindwandern.de.